Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Heute hier im Meeting der Heilige Geist und seine Führung. Hello and a wonderful good morning. Welcome to the meeting, the Holy Spirit and His guidance. Ich freue mich wieder heute hier mit euch im Meeting zu sein. I'm happy to be here with you again together in this meeting. Heute nehmen wir folgende Sätze durch. Today we will go through the following sentences. Ein Kurs in Wundern Textbuch, Kapitel 15, der heilige Augenblick. A Course in Miracles, Text, the Holy Instant. Römisch 6, der heilige Augenblick und die Gesetze Gottes. Romans 6, the Holy Instant and the laws of God. Absatz 6, Sätze 3 und 4. Paragraph 6, sentences 3 and 4. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist We connect for some seconds in spirit. und lassen den Heiligen Geist die Führung übernehmen, And let the Holy Spirit lead the way. indem wir innerlich sagen: By saying inwardly, Lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. let me step back and let him lead the way. Wir lassen den Körper leer werden. We let the body become empty. Ein Zeitabschnitt unbesetzt, A moment in time unoccupied, sodass Gott leicht eintreten kann. so that God can enter easily. Nehmen uns einen Moment der Stille. We take a moment of silence. Und dann kommen wir jetzt zur Vorlesung des Textes. Now we come to the reading of the text. Satz 3. Sentence 3. Nichts hat sich geändert. Nothing has changed. Satz 4. Sentence 4. Doch stellt sich schnell das Gewahrsein der Unveränderbarkeit ein, wenn der Schleier der Zeit weggeschoben wird. Yet the awareness of changelessness comes swiftly as the veil of time is pushed aside. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist, lassen dies im Geist sinken und sich ausdehnen. We connect for some seconds in spirit and we let it sink in and extend in our mind. Und wir fühlen uns sanft damit ein. And we feel gently within. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Nihira, how do you feel right now in this moment? Ja, ich fühle mich entspannt und fröhlich. I feel relaxed and happy. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und in deinem Feedback. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds with you and your feedback. Mir geht es gut, ich bin dankbar und im Frieden. I feel good, I feel grateful and at peace. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. And we connect for some seconds with my feedback. Dann kommen wir jetzt zu der Textbucherklärung an dieser Stelle. Then we come to the explanation of the text. Satz 3. Sentence 3. Nichts hat sich geändert. Nothing has changed. Ja, hier ist jetzt gemeint, seit der Erschaffung. Here it is referring to since the creation. Also seit Gott den Sohn Gottes erschaffen hat, hat sich nichts geändert. Meaning that since God created the Son, nothing has changed.
Er hat seinen Sohn in Liebe und aus der Liebe und als Liebe erschaffen. He created his son from love, with love and being love. Und der Traum des Egos ist einfach ein Traum. And the dream of the ego, or the, yeah, the ego's dream simply is a dream. Der glückliche Traum wird verwendet, damit der Sohn Gottes erwacht. The happy dream is used for waking up the Son of God. Es ist deswegen ein glücklicher Traum, damit das Erwachen glücklich ist. And it is a happy dream for like this, the awakening will be happy too. Das ist wichtig. And this is important. Weil die Funktion des Sohnes Gottes Glück ist. Because the function of the Son of God is happiness. Sie ist auch Liebe. And also love. Und alles, was im Traum des Egos geschehen ist, ist ein Lehren und Lernen. Everything what happened in the ego's dream is a teaching and learning. Und wir müssen es jetzt wieder verlernen. And now we have to unlearn it. Verlernen heißt vergessen. To unlearn means to forget. Man kann also sagen, der glückliche Traum ist ein Traum des Vergessens. So we could say that the happy dream is a dream of forgetting. Wir müssen all die Dinge vergessen, die Schmerz erzeugen. We need to forget all the things which are causing pain. Wir müssen all die Dinge vergessen, die Hass erzeugen. And we need to forget all the things causing hate. Alles in allem müssen wir alle Dinge vergessen, die nicht existieren. And in general, we simply have to forget all the things which are not existing. All die Dinge, die nicht existieren. All those things not existing. Was nicht existiert, muss auch nicht mehr erinnert werden. What doesn't exist doesn't need to be remembered. Das Einzige, was dadurch passiert, ist, dass der Platz wieder von der Liebe eingenommen wird. The only thing what's happening in there or by this is that love comes to its rightful place again. Wir fühlen uns ein und fühlen, wie die Liebe seinen Platz wieder einnimmt. We feel within and we feel how love is taking its rightful place. Und damit geben wir uns voll und ganz zufrieden. And we are completely content with this. Alles andere lernen wir zu vergessen. And we learn to forget all the rest. Alles, was Angst erzeugt, lernen wir zu vergessen. Everything causing fear, we learn to forget it. All dieses Lernen geschieht unter der Führung des Heiligen Geistes. All this learning is happening under the guidance of the Holy Spirit. Zuerst wird etwas hochgeholt. First, something is uncovered. Dann schauen wir es uns an. Then we look at it. Und dann entlassen wir es in die Liebe. And then we let it go into love. Heute machen wir folgende Übung. Today we are going to make the following exercise. Wir schweigen. We are silent. Und wir lassen Dinge emporkommen. And we let things come up.
Dinge, die Angst erzeugen. Things causing fear. Dinge aus der Vergangenheit. Things from the past. Und dann lassen wir sie in der Liebe entschwinden. And then we let them go into love. Wir lassen den Heiligen Geist dies für uns tun, indem wir es in seine Hände geben. And we let the Holy Spirit do it for us by giving all this into his hands. Unsere Aufgabe dabei ist es, in der Liebe zu sein. Our task in all of this is to be in the love. Also, das bedeutet, dass wir während des Purification-Prozesses, des Läuterungsprozesses, in der Liebe sind. That means that we are during the purification process in love. Wir schauen also vom Punkt der Liebe aus darauf. So we are looking at all this from the point of view of love. Und das ist gut. And this is very good. Schauen wir uns den Satz 4 an. Let's have a look at sentence 4. Doch stellt sich schnell das Gewahrsein der Unveränderbarkeit ein. Yet the awareness of changelessness comes swiftly. Wenn der Schleier der Zeit weggeschoben wird. As the veil of time is pushed aside. Wir sehen also, hier ist die Rede von dem Schleier der Zeit. So we see here we are talking about the veil of time. Und wenn wir unsere Übung heute machen, And while doing or practicing with our exercise today, dann schauen wir uns die Dinge, die emporkommen, an. then we will observe the things come up. Wir schauen uns die Dinge, die emporkommen, erneut an. We look once again at those things coming up. Wir lassen eine Verzögerung durch den Heiligen Geist hineinbringen. And we let the Holy Spirit add a delay. Und in dieser Verzögerung treten wir zurück. And in this delay, we step back Und nehmen den Platz der Liebe ein. and take the place of love. Und dann schauen wir vom Punkt der Liebe aus. And then we are watching and observing from the point of view of love. Auf diese Dinge. Onto these things. Situationen. Situations. Situationen, in denen scheinbare Verletzungen geschehen. Situations seemingly happening. Hurts, being hurt. In denen wir uns verletzt fühlen. Where we do feel hurt. Und wir schauen, ob es etwas mit einem Zeitkonzept zu tun hat. And then we observe if this is something to do with the concept of time. Wir kommen ins Hier und Jetzt. We come into the here and now. Und das ist der Punkt der Liebe. And this is the point of love. Von dem aus wir schauen. From where then we look. Das ist der heilige Augenblick, This is the holy instant. in dem alles still ist. Where everything is silent. Die Zeit wird also verzögert Time is delayed. und dann wird sie aufgehoben. And then it is undone. Sie ist nicht mehr.
It is no longer. Sie wird von der Ewigkeit ersetzt. It will be replaced by eternity. Und wir verstehen, dass immer die Ewigkeit da gewesen ist. And we understand that actually eternity always was there. Weißt du, wie es in der Ewigkeit ist? Do you know how it is in eternity? Du wirst es wissen. You will know it. Du weißt es. And you know it. Es ist vollkommener Frieden. This is perfect peace. Vollkommene Liebe. Perfect love. Und natürlich auch vollkommene Heilung. And of course, perfect healing. Es ist die Erschaffung. It is creation. Es ist da, wo du erschaffen bist. It's there where you've been created. Wie wir schon gehört haben, hat sich nichts verändert. As we heard already, nothing has changed. Wir lesen den Satz noch einmal. We're going to read this sentence once more. Satz 4. Sentence 4. Doch stellt sich schnell das Gewahrsein der Unveränderbarkeit ein. Yet the awareness of changes comes swiftly. Wenn der Schleier der Zeit weggeschoben wird. As the veil of time is pushed aside. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Nihira, how do you feel right now in this moment? Ja, es ist irgendwie tatsächlich so wie so eine klare Sicht auf einmal, also so wie nach einem Regen reingeworfen. Fühle mich gut. So ein Durchatmen. English, please. So it's like after a rain a little bit. So it's like the feeling of everything washed away, like everything clear, crystal clear, like breathing. It's a very good, very nice feeling. Und wir fühlen uns gemeinsam mit dir ein. And together with you, we feel within. Ja, ich fühle mich in der Liebe und bin sehr dankbar. Könntest du das nochmal wiederholen? Ich konnte es nicht verstehen. Ich fühle mich in der Liebe. I feel in love. Und dankbar. And grateful. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. And we connect for some seconds with my feedback. Dann wünsche ich einen wunderbaren Tag in der Schöpfung Christi und wir sehen uns. And I wish you a wonderful day in the vision of Christ, and we see each other again. Ciao.